zu einer neuen Folge Miscreated. Wir sind immer noch hier in den, wie soll man sagen, Fabrik ist es ja nicht, es ist eigentlich nur ein paar Lagerhallen. Vielleicht so ein Zwischenlager von irgendeiner Fabrik oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall tun wir da noch ein bisschen rum, durchsuchen gerade noch ein bisschen was. Ich bin immer noch eingeschlagen, wie ihr hören könnt. Aber was soll man machen? Muss man durch. Rex! Rex ist super. Wir haben jetzt 4 Rex, das ist gut, weil das heißt, wir können uns daraus ein Rope machen. Rope bringt uns allerdings noch nichts, weil wir dann das letzte fehlende Rack noch nicht haben. Deswegen warten wir noch damit ein bisschen, um uns dann eine Tasche bauen zu können. Und wenn wir dann eine Tasche haben, können wir schon mal ein bisschen mehr tragen. Das ist sehr gut. You are too exhausted. Okay. Ich sehe hier nichts Brauchbares, finde ich hier. Überhaupt nichts hier. Oh. Gehen wir mal ins Gebäude rein. Okay, Whisky trinken wir einfach mal. Ich brauche jetzt noch ein T-Shirt oder so. Energy Drink, komm, trink mal mit. Ich weiß, ich bin jetzt schon zu 100% voll, aber ich bin jetzt mal so egoistisch und lasse hier nichts zurück. Oder wir finden einfach einen Rob. Das geht natürlich auch. Ja, natürlich. Und die Bandagen mal weg. Rope her mit. Crafting. Nein. Clove. Backpacks. Okay. Und haben wir das jetzt gemacht? Da, wir haben es. Ja. Habe ich jetzt weggeworfen? Ich habe doch meine Bandagen weggeworfen. Hallo. Egal, ich kann die Rex genauso wie Bandagen benutzen. Ich glaube, die sind noch nicht so effektiv. Egal. So, wir haben endlich einen Rucksack. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt können wir nämlich viel mehr aufnehmen. Dann würde ich aber sagen, wir gehen weiter in diese Richtung müssen wir. Genau. Weil dort erwartet uns die Stadt, die wir letzte Folge gesehen haben. Die mega riesige Stadt. Und da hoffe ich, dass wir ordentliche Waffen finden. Ich meine, ich habe jetzt schon einen Crossbow, der ist ganz gut. 4 Munition. Ich glaube, die Munition kann man sich sogar craften für den Crossbow. Weiß ich gar nicht. Bolzen brauche ich da ja. Er ist doch Crossbow, oder? Ja, Crossbow. Ja. Aber wie das alles geht, gute Frage. So. Hinten ist eine Base. Und da ist noch eine Base. Da hinten ist die riesige Stadt, die wir sehen. So, mal kurz gucken, ob ich in die Base rein kann. Offensichtlich schon. Okay. Das ist sehr gut. Haben die hier irgendwo eine Kiste? Sonst hätte ich nämlich plündern können, das wäre nämlich sehr geil gewesen.
Da könnte nämlich vielleicht sogar guter Stuff drin sein. Leute, wollen wir da ernsthaft reingehen? Guckt euch mal an, wie groß hier ist. Ich würde sagen, wir machen erstmal das kleine Dorf. In der Zeit überlege ich mir noch, ob ich mir das antun möchte, da reinzugehen. Weil ich bin mir echt nicht sicher, ob ich da rein möchte. Da hinten steht ein scheiß LKW. Und ich fühle mich beobachtet. Sehr beobachtet. Nicht cool. Nein, nicht cool. Gar nicht cool. Da fehlen aber die Reifen. Nichts drin, gar nichts. Okay. Machen wir erstmal das kleine Vordorf und ich überlege mir in der Zeit, ob ich wirklich in diese Riesenstadt da rein möchte und mich umbringen möchte. Weil das ist zu 100% Selbstmord, wenn ich da reingehe. Taschen aber raus. So, brauche ich jetzt nicht mehr. Weil ich habe ja schon meinen Rucksack. Oh, Motorradhelm. Motorradhelm gibt mir mehr Schutz. Definitiv. Ich sehe zwar behinderter aus, aber mir ist der Schutz wichtiger, ganz ehrlich. Nichts. Ich bin immer so leise und versuche so wenig wie möglich zu reden, damit ich hören kann, ob jemand kommt. Also irgendwie jemand in der Nähe ist. Ich habe echt Schiss, dass uns hier irgendwo jemand einfach mal über den Weg rennt und uns über den Haufen schießt. Leuchtpistole. Plepsi. Cool. Boah, es ist ein großes Haus. Richtig Schiss. Ich bin alleine, habe immer noch keine guten Waffen. Wäre ich jetzt hier zu viert? Oh, locker easy. Da würde ich mir jetzt gar keinen Kopf machen. Ich bin alleine.
Brown Jeans. 4 Stellplätze, ich habe 5. Stellplätze? Warum sage ich Stellplätze? Nichts drin. Ein Fahrradhelm, genau. Ich werde mir jetzt noch gelbes T-Shirt holen und mich ja postportieren kann. Überall zeigen, hier Leute, hier bin ich. Erschieß mich bitte. Ich hab Schiss. Wir müssen irgendwo mal bestimmt Spieler kommen. Ah, da. Smite. Smite wie in League of Legends, genau. Ich habe gerade ein bisschen verlaufen, aber egal, mal einfach weiter. Ist noch irgendwo jetzt mal eine gute Waffe finden oder sowas. Ich kann auch nicht ohne eine gute Waffe, eine guten Waffe da in diesen scheiß Riesenstadt da reingehen. Ich brauche eine gute Waffe. Da habe ich Bandagen schon mal. Jetzt mal ernsthaft. Crossbow, ein Schuss und dann. Das Nachladen dauert 5 Stunden. Eine Zeit bin ich zweimal gestorben. Und zwar an Hunger. Gerade hat sich so. Da, also ich habe meine Maus bewegt und dann hat sich ein Kabel auf meinem Tisch bewegt. Und ich habe voll erschrocken, ey. MK2, Punkt 22. Aber die macht auch keinen Schaden. Das ist Punkt 22 Munition. Canned Meat, Dogfood, genau, ich werde jetzt Dogfood essen. Na, lass es dir schmecken. Was sehen wir hier? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sehen Sie nichts. Irgendwo muss da jetzt mal einfach eine geile Waffe rumliegen. Irgendwie sowas MK-mäßiges. Wo ist eigentlich die Stadt hin? Die große Stadt? Jetzt habe ich die auch noch aus den Augen verloren. Ich habe langsam echt Schiss. Langsam, ich habe schon die ganze Zeit Schiss, Mann. Ich sehe aber. Große Tasche, große Tasche, große Tasche, größere Tasche, größere Tasche, größere Tasche. Backpack. Eine bessere Waffe. Was ist der Unterschied zwischen Hunting Knife und Survival Knife? Keine Ahnung. Ich schnauze, was ich da liegen. So.
weiter geht's. Und immer noch. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Keine gute Waffe, nichts, gar nichts. Scheiße. Ich weiß echt nicht, ob ich in diese Stadt da rein will. Erst wenn ich eine gute Waffe gefunden habe, oder? War ich jetzt schon? Nee. Peace. Get Ravioli. Get Energy Drink. Hab ich alles. Hab ich alles, ja. Okay, das war's dann wohl. Wir haben noch in der Garage nachgeguckt, oder? Hat man da nachgeguckt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Also raus da. Und links rein. Da hinten ist die große Stadt. Ah, okay. Ich hab's noch nicht ganz aus den Augen verloren. Eine gute Waffe möchte ich haben. Hallo, gute Waffe. Ich rede mit Ihnen. Ich würde sagen, wir begeben uns da mal in Richtung der großen. Warte mal, ich glaube, ich muss da lang. Hier. Da hinten muss ich lang. Da ist ein Tempel. Zombie wurde gepult. Leute, der wurde gepult. Kann mir keiner erzählen, der wurde gepult. Das heißt, hier ist ein Spieler. Okay. Stay cool. So Leute, wir sind jetzt vor der großen Stadt. Aber ich würde sagen, als Cliffhanger werde ich das nächste Folge entscheiden, ob wir in die Stadt gehen oder nicht. Das heißt, wir werden uns hoffentlich nächste Folge wiedersehen und da entscheide ich dann, ob ich reingehe oder nicht. Ja, bis dahin, euer Flight Maximus. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You'll find me in the car.